Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start. Und heute schauen wir uns mal Marvin Magnificent an. Magnificent, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Abonnement, Daumen hoch und lass uns loslegen. White shirt, now wear my body, no sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Ja, ganz kurz nochmal. Also, auch wieder herrlich. Bis jetzt singt also Marvin nicht. Ja, bis jetzt singt Marvin nicht. Also wir haben jetzt die Cooper singen. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, die Cooper. So, ich hatte ganz viele Billie Eilish Tutorials hier auf meinem Kanal. Schaut doch mal da rein, damit ihr auch so ein bisschen die Charakteristiken heraushört und lernt, ja, wie Billie Eilish zu singen praktisch. Also, was sie halt natürlich macht, ist, dass sie hat eine super schöne, angenehme Stimme, ne? Also wirklich, ist relativ auch hoch im Register. Was sie jetzt auch gerade macht, ist Speech Quality, ähnlich wie bei Billie Eilish. Das heißt, hier wird viel mehr gesprochen, als wirklich richtig ausgesungen. Ba, ba. Ba, 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 ba. Also ich habe das einfach nur ziemlich hoch ausgesungen. Nicht hoch genug, damit jetzt mein Bruststimmregister bricht. Ja, du kannst dein Bruststimmregister im Sprechen ziemlich weit hochbringen, bis es auch bricht. Aber jetzt hat sie es noch nicht gesungen. Und sie hat es ziemlich lean back gemacht. Also es ist wirklich nicht white shirt, ba, 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 ba. Das würde auch, das wollen wir eigentlich nicht, weil damit verliert sich auch der Song. Im Grunde genommen, sing den Song so, wie er auch aufgebaut ist, ja. Um Billie Eilish zu verstehen, muss man verstehen, dass sie eigentlich viel mehr Sprechgesang benutzt. Kommt aber auch echt auf den Song drauf an. Lass uns mal weitergehen. Aber Asmr kann ich. I'm the bad type, make your mommy sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dead type. I'm the bad guy. Woo! Okay, gut, sorry, da muss ich jetzt. Ja, die haben sich eine sehr, sehr schöne Akustikversion rausgesucht. Da kommt natürlich ihre Stimme super zur Geltung. Vorsicht bei Akustikversion, das heißt, deine Stimme ist sehr im Vordergrund. Und das bedeutet für dich, dass du pitch perfect sein musst. Also alles, wo du mit isolierten Vokalen arbeitest, alles, wo Playback, wo kein Playback im Hintergrund ist, bedeutet, dass du und nur die Gitarre zu hören ist. Und da ist es wirklich vordergründig wichtig, dass du da akkurat bist. Sie hat auch so einen ganz schönen gehauchten, also es ist ein bisschen fast wie gehaucht, hat einen ganz tollen Vibrato am Ende, den sie da auch Also das war natürlich eine witzige Idee, dass er natürlich jetzt das Tempo gemacht hat und irgendwas Akustisches mit den Nägeln, ja, und natürlich jetzt im Background getanzt hat. Bei Marvin ist es jetzt so, dass er einfach das ganze Gehauch gesprochen hat in seinem tiefen Register und diese tiefe Harmonie und dann das hohe, das hat natürlich einen guten Blend gemacht dort, ne? Und ja, also im Grunde genommen, was er jetzt gemacht hat, ist, dass er es jetzt ziemlich tief gehaucht ausgesprochen hat. Und da kannst du eigentlich wenig falsch machen, stilistisch, weil du da ja keine Töne richtig lange aussingst. 'Cause you're a bad guy, like you're a really sad guy. Das war jetzt voll creepy irgendwie, ne? Aber ihr seht, ich schlag den Ton so ein bisschen an, aber ich singe den nicht aus. Weil da kommt die Problematik, und zwar nicht beim Töne aussingen und Töne halten, weil vielen die Stütze fehlt. Vielen fehlt auch die Stabilität, die Töne auszusingen und zu halten. Und das hast du mal Sprechgesang halt einfach wenig gerade, auch wenn gehaucht ist, weil dort kann kein klarer Ton entstehen. Also gehaucht, da geht ja erstmal sehr viel Luft dazwischen und dann wird ja der Ton erst produziert, dann schließen sich die Stimmbänder. Bitte, wichtig ist, guter Stimmansatz, gute Tonproduktion.
Ja, wir machen mal am besten nur bis hierhin. Sagt mir doch in den Kommentaren, ob ihr das gemocht habt, ob ihr mehr YouTuber hier auf dem Channel sehen wollt. Und ich nehme die ein bisschen auseinander gesanglich. Daumen hoch und bitte schaut euch doch jetzt mal diese Videos an. Dort ist Amarathas Plastic Live. Dort habe ich sie mal so ein bisschen analysiert. Und hier unten gibt es ein Video, wie ihr Billie Eilish singen könnt. Ein Gesangstutorial. Ich sehe euch in meinem nächsten Video. Liebe Grüße und bis bald. Tschüss, tschüss.